Von den Gestalten unterschiedlicher Art und Weise haben wir bis jetzt auch irgendwo insgesamt. Warte mal, ist die ganz große, dann gibt es mittleren Gestalten, dann die blauen, die kleineren und ja, also fünf unterschiedliche Gegner momentan, die von dem Befallenen her sind. Ja, das ist deine Figur halt, unser Privatdetektiv. Ja. So, wir haben jetzt hier. Genau, die Sache haben wir auch erledigt. Wir sind jetzt gerade in einer Nebenquest, Nebenfallakte sind wir drin. Und zwar glückliches Wohnen. Da müssen wir drei Häuser finden und Räucherschalen anzünden. Hab ich das Foto jetzt eigentlich umgemacht gehabt? Ja, war. Warum zeigt ihr mir die Fotos nicht? War nicht mit dem Foto. Ach hier. Ich glaube, hat mal gemacht, oder? Aber wir haben falsche gemacht. Nee, doch, wir sind doch. Ist schon gemacht. Also wenn das jetzt funktionieren würde, dann würde jetzt ein weißer Rahmen entstehen. Deswegen. Aber ist erledigt. Gut. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe gerade nicht, warum von vornherein dargestellt wurde, dass in dem Spiel Munition rar ist. Also für mich, wenn du dich ein bisschen zusammenreißt, dann... Na, schauen wir mal. So, wir wollen zum dritten Haus. Was, wo liegt? Bis hier rüber müssen wir jetzt. Um Gottes Willen. Dann sind wir ja morgen noch nicht angekommen. Naja, denn. Mal ganz kurz gucken. So. Ja, da würde ich sagen, dass wir einen da hinten dort, wo das blaue Fähnchen jetzt angezeigt wird, bis dahin müssen wir jetzt. Ist ein Stück. Festgefahren. Wieder angedotzt. Ja, wir fahren ja heute in Powderwelt zusammen hier. So, ist erstmal wahllos, einfach irgendwie in die Richtung kommen. Das ist ein ganz schönes Ende, was wir jetzt fahren und losen müssen. Ich wüsste nicht mal, ob da irgendwas auf dem Weg liegt. Dass wir uns vielleicht noch ein bisschen ablenken können mit irgendwas. Oder zwischendurch noch irgendwas machen können. Die Hauptquest. Seven Oaks. Das ist die Bar Seven Oaks. Die Bar Seven Oaks, die liegt, möchte ich sagen, hier unten. Oder? Ne, Salvation Hall, Salvation, in Salvation Harbor liegt die. Die liegt hier. Ach, hier wäre die gewesen. Warte mal, da machen wir uns mal schnell ein Kreuz hin. An der Kreuzung Calmshore. Hier liegt sie nämlich. Da ist sie.
Kelmshore Street und Salvation Road. Ja, irgendwo hier liegt die Bar jedenfalls. Gut, machen wir uns dorthin. Ist aber jetzt irrelevant, damit können wir jetzt sowieso nicht anfangen. Der Spiegel. Doch, das Spiegelthema. Der wäre hier unten ebenfalls gewesen. Da sind wir vorbei. Und mit unserer Haupt... Ach, das war unser Hauptquest. Die Briefe von Oakmont. Liegt da noch was auf dem Weg? Ja, immer das Ding. Kreuzung verzweifelte Frau. Ja gut, können wir wegen meiner... Können wir auch nehmen. Vielleicht können wir extra da... Extra Blatt! Können wir vielleicht unterwegs noch irgendwas erledigen. Wobei, glaube ich, das Ding auch so ein bisschen Studio war oder so. Keine Ahnung mehr. Gut, was ist hier in dem Spiel nicht so ein bisschen... Geradezu. Ich glaube, das war doch in so einem befallenen Gebiet, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie haben wir doch hier nicht durchgeblickt bei der Aktion, bei dem Ding. Das war hier auf der Kreuzung. Nee, eine weiter. Die kann ja nicht hier drin gewesen sein, oder? Na gut, könnte aber passen. Wobei wir das Haus eigentlich kennen hier, wa? Da waren wir schon mal drinne. Nee, hier waren wir noch... Ach, du Jemine. Okay. Wir waren hier in dem Haus noch nicht drin. Sonst wäre sie nämlich nicht hier gewesen. Na, da hast du ja einen Kumpel. Das war besser jetzt. Das war der Kumpel schlechthin. Das war... Da ist einfach mal gleich die Hose wieder voll. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch... Dass man immer in das Inventar rennen muss, um das alles wieder zu bauen, das ist total nervt, ganz ehrlich. Also hier schleimt noch irgendwas anderes drum. Irgendwas klänet. Halb blutiert. Hat EK. Hi Dad! Als ich von meinem Nickerchen aufwachte, war das Fenster des Hinterzimmers zerbrochen. Ich werde wohl nach Mom suchen müssen, aber weit kann sie noch nicht gekommen sein. Ich bin mir sicher, sie wird auf mich hören, wenn ich sie gefunden habe. Wenn ich ihr Essen bringe, sieht sie mich manchmal komisch an, so als würde sie sich an mich erinnern. Hin und wieder streckt sie sogar ihren Arm zur Luke aus und versucht, meine Hand zu nehmen. Aber ich tue dann immer das, was du gesagt hast.
Ich bleibe hinter der weißen Linie und schiebe das Tablett mit einem Stock nach vorne. Sie weint dann immer. Ich hoffe, ihr wird das bald wieder besser gehen. Macht ihr keine Sorgen, Dad. Ich werde sie finden und zurück nach Hause bringen. In Liebe, Rachel. Ja, ja. Es war ja zu dem ganzen Thema. Zu dem ganzen Thema war ja ein Text. Die verzweifelte Frau. Hier ist der Text dazu. Ja. Die Stadt umgibt immer noch etwas wieder Natürliches. Ich kann nicht aufhören zu gehen, selbst wenn ich weiter Visionen planen würde. Im östlichen Teil des Bezirks Harbor, da sind wir jetzt. Ich war eine Frau, eingesperrt in einem Zimmer, infiziert und dahinsiechend. Mein Körper verwandelte sich, es juckte schrecklich und mein Gesicht. Ich presste meine Hände gegen die Haut, damit es nicht wächst, bis ich irgendwann erstickt bin. Danach saß ich weinend auf der Straße, bis mir ein Insmauser einen Tritt verpasste und mich aufforderte zu gehen. Punkt. Ja. So, und wenn wir jetzt hier mal kurz rumgucken. Also im Keller scheint ja noch irgendwas zu sein. Ach nee, da drinnen ist er. Guck mal. Alter Schwede. Voller Laden da drinnen. So, das war hier anscheinend das Zimmer, wo die Frau eingesperrt war. Ja, das war jetzt, heißt jetzt nicht, dass einer von denen sie war, aber das war das Zimmer. Und hier, eine weiße Linie sehen wir jetzt hier nicht unbedingt. Oh, das war anscheinend das Zimmer. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter, was man finden könnte. Die Frage ist, wann hat man diese Sachen, diese Themen abgearbeitet? Wenn kein Stern mehr dran ist? Scheint so, oder? Und wenn man den Brief oder irgendwas gefunden hat, was das dort zu finden gibt halt. Also das heißt, wir haben zwei Stellen schon erledigt. Ja, den hatten wir, alleingelassenes Kind hatten wir gestern, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall haben wir einen Wissenspunkt dazu gekriegt. Ach, das Gewehr haben wir noch nicht. Haben wir ja nicht. Okay. Wir machen mal bei der Explosion was dazu. Okay. So, hier war aber noch ein Keller, wenn mich nicht alle täuscht. Hier ist aber nicht weiter zu finden. Wir gucken nochmal ins Inventar, was wir vielleicht doch bauen können. Mal zum Beispiel eine Handgranate. Und schon fehlt uns das weitere Material. So. Mehr kann ich nicht tragen, mehr kann ich nicht tragen, tragen, tragen. War also dein Material vom Grunde her irgendwo immer voll. Dann ist das so. Ja. Und da man immer bauen kann, ist es auch selten, dass du irgendwie was mitnehmen kannst an Zeug. Also an Munition, die irgendwo rumliegt. Sehr schön, haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, warte mal, dann machen wir eins. Dann nehmen wir die raus. Sonst bringen uns die noch durcheinander. Löschen. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell gucken, wo das Kind war. Alleingelassenes Kind, der kann auch weg. So.
So, wir sind hier. Wir können den noch mitnehmen. Der liegt noch auf dem Weg. Innsmouth, ey, Schichte. Das war doch in dem befallenen Gebiet drinne. Da müssen wir mal gucken. Da werden wir hier außen rumfahren nochmal, Leute. Also wir fahren los. 1, 2, 3 nach rechts. Ja, wenn ich mir das gemerkt hätte, ja, hier. Ah, Innsmouther Geschichte haben wir nicht abgehandelt. Die Innsmouther sind ja diese komischen Fischköpfe und die ja anscheinend hier wirklich intensiv geht. So, der Mann ist gerade abgeholt worden. Sind sie auch ein bisschen überpünktlich, wa? Ich denke, die wollten um 16 Uhr los. Was ist denn da los? Und jetzt bist du allein. Ihr könnt jetzt sagen, der macht eine entspannte Woche, mein Lieber, aber... klingt ja ohne Spaß. So, nächste nach rechts. Innsmouth-Geschichte. Da. Ich sah wie ein Innsmouther aus und war umgeben von diesen Fischmenschen. Ihr Anführer las eine Geschichte vor, in der ein Kapitän heidnische Ritual teilnahm. Er hatte Beischlaf mit wilden Hexen. Okay. Naja, hab Frühschicht und die Tage werde ich wohl rumbekommen. Und morgen Nachmittag ist der Stream. Genau, morgen Nachmittag ist Streamelimi angesagt. Morgen spielen wir mal wieder ein bisschen. Morgen werden wir mal gucken. Das war Amy. Quatsch, Amy. Das war Lucy Dreaming fertig kriegen. Ja. Okay. So, das ist die Kreuzung. Da ist das Haus. Na toll, dass ich jetzt die Munition verbraten habe hier. Jetzt können wir bloß Glück haben, wenn hier nicht noch mehr Viehzeug drin ist in der Buchte. Dass die sich immer so auflösen müssen, ist ja auch ekelhaft, oder? Ist ja dasselbe. Sieht genauso aus wie dieses andere Lagerhaus, war. Auch blöd.
Wie es aussieht, müssen wir in den Keller runtergehen. Weil hier oben gibt es jetzt keinen Zettel. Ist nur Arznei. Aber immerhin höre ich nirgendwo irgendwas Dickes. Also. Aber das hat ja nichts zu heißen. Vielleicht ist ja noch im Keller irgendwie so ein Blautvieh oder sowas. Das ist halt schade, dass die alle, das Zimmer alle, die Häuser alle gleich aussehen. So, im Moment, ich finde es nicht hier. Ist auch. Aber wir haben eben gesehen, wir haben angefangen, diese kleinen Viecher abzuschießen. Da haben wir nur 14 EP gekriegt. Jetzt kriegen wir 20, wa? Das ist auf jeden Fall mehr geworden. Ja, das ist die große Frage. Wo ist jetzt hier eventuell ein Zettel, womit wir weiterkommen? Ansonsten war der Schuss hier ohne Ofen. Ins Mausei-Schicht. Wir sind hier drüben. Nicht mal. Also es muss irgendwo hier. Muss ja noch ein anderes Haus sein. Oder wir haben irgendwas übersehen. So. Okay, wir klettern jetzt dahin, wo wir schon waren. Guck nochmal in die Ecken gucken. Medikamentenkit los. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass es das ist. Oder heißt jetzt ins Mausei-Schicht, dass du das Ding hier bereinigen sollst? Weil hier kommen ja noch etliche mehr von den Viechern. Wo ist das doch mit Haus? Er ist doch hier an der Kreuzung nicht. Also den verstehe ich nicht. Amy, hallo, Lierchen. Was geht ab am Sonntag? Liebe Grüße in die Runde. Ja, immer noch Detektiv spielen, mein Lieber. Immer noch Detektiv spielen und wir sind wieder nochmal an so einer Nebenquest dran, mein Guter, wo ich irgendwie festgefahren bin. Ja, es wäre diese Kreuzung. Die Kreuzung Hubert Avenue. Die kommt ja hier runter. Und Whisper Street. So, und das ist diese Kreuzung. So, und da geht es eigentlich um eine Geschichte, aber irgendwie steigt irgendwie nicht hinter. Ihre Gesichter verfolgen mich sogar in Visionen. Neulich war ich im nördlichen Teil des Bezirks Grimmelhaven Bay unterwegs. Als ich die Whisper Street entlang ging, hatte ich eine Vision und schaffte es kaum in die Hubert Avenue. Ich sah, wie ein Insmorser. Dann gib dir. Genau, Majas, du etwas Mühe. Ich bin jetzt am Start, nämlich unterhalten werden. Und du bist ein Kunde, bist du. Da ruf erstmal einen Kaffee. Arroganz, ey. Ah, du bist. Gönnung. Der Name Obed. Obed und. Wir müssen nochmal den Text ganz genau. Neulich war ich unterwegs. Als ich die Whisper Street entlang ging, hatte ich eine Vision und schaffte es kaum in die Hubert Avenue. Er schaffte es kaum. Ja,
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, von welcher Seite kam er? Kam er von hier oder kam er von da? Krass, oder? Ja, danke schön. Eieiei. Der ist nämlich ein bisschen hart weg hier, der Junge. So, jetzt, der steht jetzt wieder auf, weil wir haben noch keine EP bekommen. Ja, deswegen. Wir möchten nochmal was abhaben. Hier hin und her tänzelt. Er ist immer noch nicht bereit. Ich krieg hier einen Föhn. So, jetzt steh auf hier. Mit ihm nicht korrekt. Warum nagel ich denn an dem die ganze Munition? Das war nur ein Geist, das war nur ein Geist. Der stirbt nicht, der sagt. Er stirbt einfach nicht. Jetzt endlich. Überleg doch mal. Kann nicht wahr sein. Komplett leer gemacht. Alles leer. Wahnsinn. Ah, das hätte ich ja nie gedacht. Zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Piu! Der hat ja mehr ab, der konnte ja mehr einstecken als so eine Mutter hier, so eine dicke. Ist ja mal penetrant. Jetzt fehlt bloß noch so eine Dicke irgendwo auftaucht. Ein Ziegelstein. Ich glaube, wenn jetzt ein Stein auf die Bühne fällt. Aber verstehen tut es jetzt nicht so richtig. Okay. Okay, wir haben die Seite erledigt. Ich weiß, dass da hinten auch nochmal welche kommen.